Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Rezept von uns. Heute machen wir nochmal Low Carb und zwar brauchen wir dafür ein Hähnchen, dann brauchen wir Schinken, es ist dann sozusagen umwickelt und für die Füllung brauchen wir einmal Spinat. Ich habe jetzt in meinem Fall gefrorenen Spinat genommen, ihr könnt natürlich auch frischen nehmen, das ist eigentlich ja, euch überlassen, wie ihr das halt gerade da habt. Und dann noch Mozzarella, den Spinat und den Mozzarella, das vermischen wir und machen wir dann in das Hühnchen rein, umwickeln das Ganze mit dem Schinken. Und klar, nochmal ein bisschen salzen und pfeffern und das war's. Braucht trotzdem ein bisschen Zeit dafür, aber wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, wir fangen an. Wir nehmen einen Mozzarella und teilen den in die Hälfte. Und dann würfeln wir den einfach. Also ihr könnt es ruhig grob machen. Es müssen jetzt nicht perfekte Würfel sein. Einfach ein bisschen klein hacken. So, nebenher habe ich Spinat vorbereitet. Das ist jetzt hier gefrorener Spinat, den habe ich aufgetaut. Könnt natürlich auch frischen nehmen, je nachdem, was ihr halt da habt. Ich finde eigentlich gefrorenen Spinat einfach ganz praktisch. Den hat man immer da, kann man immer verwenden. So, einfach dann durchmixen. Das gibt nämlich unsere Füllung. Jetzt würze ich das noch mit Salz und Pfeffer. So, dann stellen wir das erstmal zur Seite. Jetzt nehmen wir den Schinken. Ich habe jetzt hier Serrano-Schinken. Da einfach die Fettschicht wegschneiden. Die brauchen wir nicht. Das Ganze macht er jetzt bei 3 Scheiben. Einfach mal wegschneiden. Und erstmal kurz zur Seite legen. So. Dann habe ich jetzt hier eine Hühnchenbrust. Da schneidet ihr jetzt eine Tasche rein. Braucht ein scharfes Messer. Ein bisschen Übung. Achtet darauf, dass es nicht komplett durchschneidet. Also hinten muss so ein halber Zentimeter noch Platz sein. Einfach hier jetzt so einen Schlitz reinschneiden. So, die Sehne muss noch durchtrennt werden und dann ist es eigentlich eine ganz gute Tasche. Noch ein bisschen mit Salz würzen. Müsst halt gucken, wie salzig der Schinken ist. Müsst halt dann ein bisschen anpassen. Und jetzt füllen wir das Ganze mit dem Spinat und dem Mozzarella. Einfach reindrücken. Da passt schon einiges rein. Okay, die Hühnchenbrust ist jetzt gefüllt. Jetzt können wir das Ganze mit dem Schinken versiegeln, den einfach drum rumwickeln. Dann geht nämlich die Füllung nachher beim Anbraten nicht raus. Und ist natürlich ein super Geschmack mit dem Schinken. So sieht das Ganze dann fertig aus. Jetzt haben wir die soweit schon mal vorbereitet. Noch ein bisschen andrücken. Ja, nebenher habe ich jetzt eine Pfanne vorgeheizt, so auf 80% Hitze, also die kann ruhig ein bisschen Power haben. Etwas Olivenöl rein, bisschen verteilen. Und dann können wir die Hühnchenbrust dort eben anbraten lassen. Einfach von jeder Seite ein bisschen kross braten, dass der Schinken eben ja die Farbe ein bisschen verändert, schön kross wird. So, genau so, ja. Und ja, müsst halt drauf achten, also nicht komplett durchbraten, also die kann ruhig noch roh sein, weil das Ganze kommt nämlich dann noch in den Backofen. Aber einfach, dass eben sich der Schinken schön versiegelt und ja, dann einfach schön kross wird, was dann halt später wirklich sehr gut schmeckt. Ja, so von jeder Seite einfach anbraten. Gut. Jetzt nehmen wir eine Auflaufform und machen die Hühnchenbrust dann da rein. Nebenher habe ich den Backofen vorgeheizt auf 190 Grad. Und die Hühnchenbrust geben wir da jetzt für 20 Minuten rein. Nebenher können wir uns um die Soße kümmern. Wir nehmen jetzt die Pfanne, die wir jetzt gerade benutzt haben, einfach dort mit der Flüssigkeit. Dort jetzt einfach etwas Tomatenmark mit reingeben und anbraten lassen, damit sich da schön Röststoffe bilden. Einfach kurz anbraten, dann können wir etwas die Hitze reduzieren und wir geben eine halbe Tasse Wasser mit rein. Das Ganze jetzt verrühren, damit sich der Tomatenmark auflöst. So, und jetzt noch ein
Schuss Milch dazu, also fettarme Milch. Ich habe jetzt hier die 1,5% Variante genommen. Einfach mit rein und wieder schön verrühren, damit es alles zu einer Masse wird. Ja, das ist jetzt schon die Grundlage für die Soße. Das Ganze können wir jetzt einfach mit Gewürzen noch verfeinern. So, dann nehme ich jetzt hier einmal italienische Kräuter. In einer getrockneten Variante, geht natürlich auch frisch. Und dann noch etwas Pfeffer dazu. Und mit Salz abschmecken. War es auch schon, das ist wirklich sehr einfach. Die Hitze könnt ihr jetzt auf die minimalste Stufe reduzieren. Und dann einfach einen Deckel drauf. Und ja, vor sich hin köcheln lassen, während die Hühnchenbrust im Backofen ist. So, die 20 Minuten sind jetzt vorbei. Jetzt nehmen wir die Hühnchenbrust raus. Ja, das war's jetzt eigentlich auch schon. Jetzt können wir die auf den Teller machen. So sieht es fertig aus. Und dann nehmen wir die Soße und machen die einfach darüber. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist wirklich ein super Low-Carb-Rezept. Als Beilage geht natürlich, wenn ihr jetzt eben keine Low-Carb-Diät macht, geht Reis oder Nudeln, da könnt ihr euch was einfallen lassen. Oder wie gesagt, ihr esst sie einfach so. Schmeckt echt super lecker. Ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.